Gott, ich will ein Fun-Lovers von Jänner und Februar machen. Entschuldigung, wenn ich da so den Arm da unten habe, aber Spooky will gerade gestreichelt werden. Der kleine, nervige, weiße Hund. Ja, er ist heute wehleidig. Bist du wehleidig, Sparky? Er macht nur Pfff. Oh, Hachi. Ja, fangen wir auch gleich einmal an. Was süß. Au! Kannst du das lassen? Danke. Ja, fangen wir auch gleich mal an mit Serien. Ich habe im Jänner Law & Order und Sailor Moon geschaut. Und im Februar den Law & Order Special Victims Unit Marathon. Marathon. Jetzt ist er da hinten. Man sieht ihn, glaube ich, eh. Und spielt mit seiner Keule. Ach Gott, er leidet dann unter einem Aufmerksamkeitsdefizit. Ach du Schande. Ja. Ich hoffe, dieses Quietschen im Hintergrund stört euch nicht. Er spielt mit seiner Keule. Da darf man ihn nicht stören. Ach, er ist so schlimm in letzter Zeit, wirklich. Also, Serien habe ich schon durch. Filme. Im Jänner habe ich gar nichts geschaut, komischerweise. Fragst mich nicht, wie das passieren konnte. Aber im Februar habe ich Guardians of the Galaxy geschaut. Sparky! Sieht man ihn? Ich rutsche mal kurz weg. Er liegt auf seinem neuen Bettchen und spielt mit seiner Keule. Ja. Guardians of the Galaxy 1 habe ich mir angeschaut. Und mit meiner Familie drüben den Maleficent 2. Wie gesagt, Quarantäne, na, habe ich gar nicht gesagt. Nö. Wir reden hier von Jänner und Februar, wo die Quarantäne noch gar nicht war. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt noch ein paar Sachen sage mit Familie und Freunden und bla bla bla. Ja, Games habe ich mit meinem Bruder zusammengespielt, weil das hat er von mir zum Geburtstag gekriegt. Das Super Smash Bros. Ultimate, Sparky. Jetzt versteckt er die Keule in meinem Bett. Und... Jetzt kann ich doch mal das sehen. Schau dir die Keule an. Sparky! Was machst du? Was ist? Tust du die Keule rumschießen? Was? Ja, ja klar. Oh Gott, Alter. Ach, das macht er immer, wenn ich zu Hause bin, macht er das. Jedes Mal nimmt er seine Keule und schießt in der ganzen Wohnung rum. So vergisst man ein bisschen den ganzen Scheiß, der da rumrennt zurzeit. Ja. Oh Gott. So. Also, im Jänner habe ich Ultimate Super Smash Bros. Ultimate mit meinem Bruder gespielt. Und im Februar habe ich mir ein Spiel gekauft, weil das reduziert war. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das unbedingt haben. Ich hätte es nämlich vor ein, zwei Jahren, bei der ersten Game City, wo ich war, hätte ich es spielen können. Ich habe aber zu spät gesehen, dass es da die Möglichkeit gab, das zu spielen. Wir reden von Devil May Cry 5. Und ich finde es echt gut. Ich finde es echt, echt gut. Ich habe mir auch jetzt wieder die anderen Teile für die PS4 gekauft, so krank wie es klingt. Mein Hund bringt mich ganz raus mit seiner Keule. Jetzt hat er es wieder weggeschossen. Sparky, hör auf mich abzulenken. Du bist so schlimm. Ja. Gib mal Ruhe. Er ist so schlimm. Er ist wirklich so schlimm. Ja, sorry, mein Hund lenkt mich voll der Kanne ab. Ich glaube, der spürt das halt auch ein bisschen bei mir, dass es mir nicht so gut geht wegen der ganzen Situation. Also umso öfter ich arbeite, umso mehr ich mir das Ganze anhöre, was die alles vorhaben in der Politik, umso mehr Kopfschmerzen kriege ich. Deswegen, gestern und heute ging es mir eh auch nicht so gut. Deswegen, ich glaube, das spürt er und deswegen versucht er jetzt ein bisschen den Hampelmann zu machen für mich. Sorry, dass er mit dem Ding rumquietscht, aber was soll ich machen? Sparky, du lenkst mich ab! Ist ihm scheißegal. Okay, weiter geht's. Ich habe das, wie soll ich sagen, durch Zufall gesehen, weil ich gesehen habe, dass die Xbox-Variante um 25 Euro ist.
Sparky, so kann ich kein Video drehen. Gib mir Ruhe. Warum macht er das jetzt gerade, wenn ich ein Video drehen will? Ich kann es nicht einschätzen, wie laut das in der Kamera rüberkommt. Sparky! Das wird ein Horror werden, dieses Video zu schneiden. Wirklich. Ja, ich rede mit dir. Könntest du aufhören? Jetzt liegt er da in meinem Bett, glotzt mich an und schwafelt. Was ist? Mann, ey. Ja, das ganze Video wird sich nur mein Hund um seine Keule drehen. Ja, kurz und knapp. Ich habe das angefangen, habe es einmal durch und habe es nochmal angefangen. Aber ich spiele gerade ein anderes Spiel, was mich ziemlich mitnimmt. Aber dazu dann im nächsten Fall noch was mehr, wenn euch das interessiert. Musik und YouTube. Da steht bei Jänner The Saturday Songs und Februar PCD, also Pussycat Dolls React. Das Lied hat es mir sowas von angetan. Ich bin seit Februar dran, die Choreografie zu lernen von dem Tanz. Ich habe euch da irgendwann einmal auch mit meiner Cousine auf Instagram live genommen, weil ich das so lustig fand an dem Tag. Und ich kann, im Kopf habe ich die ganzen Sachen schon, aber mein Körper will nicht mehr so wie früher. Ich habe euch ja immer auf Instagram die ganzen alten Videos gezeigt von mir, wo ich 16 war und tanzt habe. Und da ging das viel, viel besser als jetzt. Also man darf nicht alt werden, sage ich euch. Echt mühsam sowas. Bücher habe ich bei beiden Monaten nicht stehen. Dann kommen wir mal zu Beauty. So. Fangen wir mit den Make-up-Produkten an. Bei Pflege habe ich nur ein Produkt, sehe ich gerade. Stimmt das wirklich? Ja, wow. Ja, dann fangen wir mal mit Schminke an, weil es ist nicht viel, komischerweise, was mich eben wundert. Fangen wir an mit die Beauty-Produkte. Ich bin so raus aus dem Drehen und dann bringt mir ja noch mein Hund so durcheinander. Katastrophe. Die Vivi hat mir Fotos geschickt, wo sie sich diese Liquid-Shadows von Catrice gekauft hat und da war eben der Matte dabei und ich habe mir dann bei uns, bei mir in der Filiale, habe ich mir den genauer angeschaut und weil der matt ist, jetzt riechst du die Klorolle. Ja. Weil er matt ist und Nude-Farben, habe ich mir gedacht, wäre der als Lidschatten-Base gut. Und deswegen habe ich mir den gekauft. Und ich muss sagen, er ist wirklich nicht schlecht. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, oben. Ich finde, die Farben kommen da besser raus. Auch wenn ich so schwarze Smokey-Eyes schmink, was ich die Lidschatten euch gleich zeige, dann. Und ich bilde mir in irgendeinem Video, habe ich auch dieses Sleek, sage ich, die Miss Lean Lidschatten oben, weil ich mich nicht anders schminken wollte an dem Tag. Ich finde, ich hasse M. Nimmt es mir nichts übel, aber irgendwie kann ich heute nicht reden. Ich finde den wirklich gut, für das, also lässt die Farben besser rauskommen. Mit der Haltbarkeit ist es so ein On-Off-Ding, weil manchmal hält es super, manchmal hält es nicht. Also es kommt darauf an, wie lange ich den oben habe. Aber ich finde, dass er eine sehr schöne Farbe hat. Ich mag ihn echt gern. Wirklich gerne. Ich möchte euch zwei Lidschatten zeigen, die ich Februar und März sehr, sehr oft verwendet habe. Besonders die habe ich zwei Monate lang durchgehend verwendet. Die verwende ich ja sehr, sehr lange schon. Und ja, es sind nur noch drei Farben, die leer werden müssen. Das ist einmal die, die und die. Und die benutze ich in der Lidfalte und ihr seht, sie ist schon fast leer. Fast. Also lange braucht es nicht mehr. Dann habe ich endlich einmal eine Palette aufgebraucht und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich darüber bin. Ich mochte die aber sehr gerne. Die mochte ich wirklich sehr gerne. Ich habe irgendwann einmal ein altes Video von mir angeschaut, das hat es mir auf der Seite anzeigt, wo ich die Palette herzeigt habe. Ja, da waren so schöne Farben drin. Da war sogar grün drin. Das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass das war. Also, dass da grüne Lidschatten drin waren. Das wusste ich gar nicht mehr mal. Und ihr habt die ja schon sehr, sehr oft gesehen. Und wie gesagt, ich benutze jetzt halt die drei. Und weil ich immer einen vierten eigentlich mitverwendet habe, weil, also bei mir ist es jetzt so, dass ich den aufs bewegliche Lid auftrage, dann gehe ich mit dem, weil ich die Sleek Palette auch im Februar angefangen habe zu verwenden, da habe ich auch einen Ton schon leer. Oh, Gottes Willen. Heute ist nicht mein Tag. Ich bin gerade mit meinen Fingern in die Lidschattenpalette getatscht. So. Weil ich ja
Bali-Shirt noch leer machen will. Ich habe jetzt schon, wo ist er denn? Da. Den habe ich schon leer. Den habe ich jetzt schon leer. Der ist mir rausgebrochen, da muss ich nur noch ein bisschen aufbrauchen, dann wäre er auch leer. Weil die hat mal meinen Ex-Freund fallen lassen, die Palette. Ich glaube, das habe ich euch schon öfter erzählt. Das war so ein hellblau. Die Farbe hier. Die ist aber richtig schön gewesen. Jetzt benutze ich nämlich das dunkelblaue, wie man schwer erkennen kann, weil da fehlt schon ganz schön viel. Ich meine, es ist ja auch das meiste rausgebrochen, aber am Rand ist halt noch was vorhanden. Was ist los? Und ja, die benutze ich dann danach. Dann verblende ich alle beide Farben. Also die Misslin-Farbe hier, also die hier. Und die blaue mit von Sleek mit diesem weißen Lidschatten, der eh schon sehr, 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 sehr leer ist. Und dann gehe ich mit dem noch in die Lidfalte. Und das war's. Dann habe ich so eine Art Smoky Eye, würde ich sagen. Also es sind Smoky Eyes. Wirklich. Also ich finde es extrem ungewohnt, dass ich heute so geschminkt bin, weil ich mich in letzter Zeit extrem stark schminke an den Augen. Eben, wie gesagt, mit den... Ich habe das auch in einem letzten Video, glaube ich, oben gehabt. Ich bilde mir ein, in irgendeinem Video habe ich das oben gehabt und da haben, so, hat sogar wer drunter geschrieben, dass das Augen-Make-up schön ist. Ich bilde es mir ein. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Und die will ich halt dann auch versuchen aufzubrauchen, weil die habe ich halt auch schon extrem lange. Und wie gesagt, sie ist ja runtergeflogen. Deswegen, ja, könnte ich die, was anbrochen sind, zuerst verwenden und dann, weil es sind so viele Farben auch da drin, damit die als nächster verwendet, so wie ich die Miss Lean verwendet habe. Dann wird nur noch hauptsächlich die da verwendet. Und da kann man ja auch viel kombinieren, weil ich habe da auch ein Schwarz wieder drin, was ich in die Lidfalte geben könnte. Oder ich mache mal andere Farben, die beiden zum Beispiel nur. Also ich könnte damit dann gut was anfangen. Aber zuerst will ich halt die einzelnen Hund, was da ausbrochen sind. Also den blauen, da bin ich eh sicher Ende März oder so fertig. Dann vielleicht den als nächstes und dann den grünen oder so mal schauen. Aber ich will versuchen, die leer zu machen. Und ich glaube, ich könnte es auch schaffen. Weil da auch ein Blendeton drinnen ist. Zum Beispiel der da. Der wäre sicher gut zum Verblenden. Ja. Was ich auch noch schön finde, ist der goldene. Der ist extrem schön. Der ist wirklich schön. Und den finde ich schön. Der ist nur auch rausgebrochen. Den habe ich halt versucht, wieder zu pressen. Das ist der da. Der da. Der ist auch sehr schön. Also ich freue mich schon, wenn ich die Palette dann verwenden kann. Als letztes von meinen Favoriten, weil ich glaube, jetzt laufe ich schon sehr, sehr lange über Lidschatten, habe ich meine Live Plankton Essence von Biotherm. Jetzt ist sie wirklich fast leer. Ich glaube, in dem letzten Video, wo ich sie euch gezeigt habe, war sie noch gar nicht mal so leer. Und jetzt braucht sie nicht mehr lange und sie geht mir alle. Das reimt sich ein bisschen. Ja, ich bin echt traurig drüber. Aber ich habe jetzt noch eine andere Essence bekommen von der lieben Vivi, die hat sie mir geschenkt. Dann benutze ich die und dann schaue ich, dass ich die irgendwann mir mal nachkaufen kann, weil ich will die unbedingt wieder haben. Also ich fand die echt, die ist echt gut, muss ich sagen. Ich kann gar nicht mehr ohne dem Ding. Also ich benutze zuerst, reinige ich mein Gesicht in der Früh. Das Einzige, was mich stört ist, ich hoffe, ihr seht das, es rinnt halt extrem raus. Seht ihr das? Das ist ein bisschen blöd. Das ist das Einzige, was mich stört. Aber ich glaube, das ist, weil man es auch schütteln muss. Dann sammelt sich auch ein bisschen was in dem Deckel. Das finde ich ein bisschen doof, aber sonst mag ich die extrem. Ich finde auch die Verpackung halt mega schön von dem Ding. Mega, mega schön. Deswegen, ja, ich mag's. Und ich mag auch das Produkt. Also es liegt nicht nur daran, dass es Biotherm ist. Natürlich mag ich es auch, weil es Biotherm ist, aber ich finde die echt, echt gut. Und das war die beste Entscheidung, mir das zu holen, obwohl ich dem Ding so lange nachgelaufen bin. Ich glaube, ihr wisst das, ich habe in vielen Videos habe ich gejammert, dass ich die haben will. Und ich bin dem Ding so lange hinterhergelaufen. Und ja, ich mag es. Ich mag es wirklich sehr gern. Ich glaube, es wird ein Unterschied sein, wenn ich das dann nicht mehr verwende. Das, glaube ich, wird ein sehr starker Unterschied sein. Weil bei mir in der Filiale gibt es das Ding leider nicht. Und durch die jetzige Situation dürfen wir halt nichts mehr bestellen und so und deswegen, ich habe keine Ahnung, wann ich mir das nachkaufen kann. Da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich mir doch kein Backup von dem genommen habe, weil meine Cousine hat doch noch gesagt, wenn du es magst, dann kauf es dir nach. Ich habe es mir nicht nachgekauft, ich habe mir mit dem Douglas-Gutschein andere Sachen gekauft und jetzt im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen. Aber gut, dass ich die andere Essenz noch habe, die mir die Vivi geschenkt hat, die kann ich dabei als Ersatz verwenden. Weil ich glaube, andere Firmen haben so Essenzen gar nicht. Oh ja, aha, aber
Aber da bin ich mir nicht sicher. Da habe ich heute auch schon überlegt, ob ich mir stattdessen dann die Ahava kaufen soll, wenn ich die dabei nicht kriege. Aber ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ja, dann Fashion. Schwarzes Oberteil mit Spitze. Oh, das habe ich in ganz, ganz vielen Videos auf meinem anderen Kanal. Da haben auch schon viele drunter geschrieben, woher das ist. Das ist wirklich schön. Das ist ein richtig schönes Oberteil. Wenn ich dran denke, blende ich euch da ein Foto ein. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Ich hoffe, ich finde ein Foto mit dem Oberteil. Aber das ist eines meiner allerliebsten Oberteile. Ich habe es jetzt schon länger nicht angehabt. Aber das mag ich voll gerne als Oberteil. Grüne Hose. Die mag ich auch. Die ist von Orsi. Ich passe leider nicht mehr in die rote rein. Liegt wahrscheinlich an dauernden Naschen. Aber was soll's. So, Essen. Beim Jänner der Big Rösti, damit ich es rauskriege. Den gibt es ja leider nicht mehr. Den liebe ich, den Burger. Das ist mein absoluter Lieblingsburger. Und im Februar war es Pizza scharf. Keine Ahnung, was ich damit meine. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche ich genau meine. Schoko, das stimmt, das hat schon im Februar angefangen. Und Salat, damit es das Ganze ein bisschen ausgleicht. Aber ja. Ja. Trinken habe ich nur im Februar stehen Eistee. Mehr nicht. Und bei Sonstiges habe ich mit Linz. Was? Mit Roman in Linz. Mit Roman und Lin in Linz. So, damit ich es rauskriege. Da gibt es sogar noch ein Video davon. Ist das online? Ich glaube, es ist online. Ich hoffe, es ist online. Wenn ja, kann ich es euch ja gerne von unten verlinken. Sonst habe ich leider nichts im Februar gemacht. Keine Ahnung warum. Aber ich bilde mir ein, ich habe eigentlich was im Februar gemacht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber ist auch egal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es da ein bisschen ein Drama mit dem Spooky gab am Anfang. Ich habe mir auch jetzt meine Spitzen selber geschnitten. Sieht man das? Und irgendwie, ich weiß nicht, sind die schon wieder so schnürderlich unten. Deswegen überlege ich, ob ich sie mir wieder schneiden soll. Aber ich weiß nicht. Und irgendwie habe ich heute so einen Wurm drin mit meinen Haaren. Weiß nicht. Gestern habe ich, glaube ich, zu viel Trockenshampoo verwendet. Oder sind die so, sind sie das? So richtig grauslich. Egal, heute wasche ich sie und haue mir eine Maske in die Haare rein. Also ist es nicht so schlimm. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!